Freunde, ein herzliches Willkommen wünsche ich euch zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr am Start seid und eingeschaltet habt, denn heute starten wir mal mit diesem wunderschönen Anblick hier in dieses Video hinein. Wir sitzen im nagelneuen BMW M6 GT3, nicht in der Assetto Corsa Competition, da kennen wir den ja schon, während der mal hier richtig krass Feuer spuckt. Wir sind in Automobilster 2 unterwegs und ich habe gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass dieses Auto hier reingekommen ist. Was natürlich ja erstmal ein Witz ist als Sim-Racing-YouTuber. Aber ich bin da ehrlich, ich habe das gar nicht immer auf dem Schirm, wann da was genau, wie, wo, wann herauskommt, welche Updates da gerade kommen. Außer in der Assetto Corsa Competition, da bin ich eigentlich schon immer auf dem Laufenden. Aber in Automobilster 2 habe ich das gar nicht ehrlich gesagt mitbekommen, dass dieses Auto hier ja, den Weg in diese Simulation gefunden hat. Und ich muss es natürlich direkt testen und ich wollte es eigentlich auf der normalen Nordschleife machen. Und ihr seht es vielleicht schon. Diese erste Kurve gerade auf dem Nürburgring, die sieht verdächtig nach der 24-Stunden-Variante aus von der Nürburgring-Nordschleife. Und wir sehen auch zum Beispiel hier schon links diese Zelte stehen. Also das ist alles nochmal ein bisschen modifiziert worden für die 24-Stunden-Variante, was extrem, extrem geil ist. Weil viele schreiben ja immer, ja, das ist so schade, das sieht alles so stimmungslos aus und so, ja, so nüchtern, ne? Also wenn da nichts los ist rund um die Strecke. Und hier haben wir ja gerade schon gesehen, erstmal, klar, im Real Life momentan keine Zuschauer, aber jetzt hier in der virtuellen Welt haben wir da natürlich Zuschauer und sogar ein paar Zelte hier und da stehen. Auf der Nordschleife werden wir jetzt gleich auch noch ein paar ja, Dinge sehen, die da sonst nicht gestanden haben. Also eine richtig geile Anpassung, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber wir verfolgen das einfach mal im Hintergrund, während ich hier die KI auf 120 stehen habe, also auf volle Pulle mit 90er Aggressivität. Also die kann schon was, das kann ich schon mal vorweg sagen, habt ihr ja auch vielleicht im letzten Nordschleifen-Video gesehen. Die KI ist sehr flott hier auf der Nordschleife. Macht hier und da noch ein paar kleine Fehler, was ich aber auch gut finde, weil ganz ohne Fehler wäre es dann auch irgendwie unrealistisch. Und was ich heute in dem Video auch noch gleich ansprechen will, oder beziehungsweise was ich euch nicht vorenthalten möchte, die Sieger, die Gewinner, die blende ich jetzt gleich nochmal, wenn wir hier eine ruhige Sekunde haben, die blende ich euch gleich hier mal ein, damit ihr auch sehen könnt, ja, wer gewonnen hat, ob ihr vielleicht selber gewonnen habt. Ich habe die Gewinner auch schon in den Kommentaren quasi angeschrieben. Aber diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben mit den Kommentaren und vielleicht nur die Videos gucken und die Kommentare gar nicht beachten, ja, die sehen sich dann vielleicht gleich selber und sehen, dass sie gewonnen haben und sind da völlig aus dem Häuschen und freuen sich, hoffentlich. So, aber wir gucken erstmal hier, was überhaupt hier abgeht. Also wie gesagt, Nordschleife war ja jetzt schon ein kleines bisschen länger drin, aber die 24-Stunden-Variante, die war ja nicht direkt von Anfang an mit dabei, zumindest hatte ich sie damals nicht direkt gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wann die jetzt genau reingekommen ist, mit welchem letzten Update. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier die 24-Stunden-Variante. Die haben wir jetzt mit am Start. Und ihr seht jetzt zum Beispiel hier rechts die Zuschauer. Da stand ein kleines Zelt. Das sehen wir jetzt gleich auch noch an ein paar anderen Stellen. Und das ist schon wirklich cool umgesetzt. Also ich muss mir mal generell so ein paar Vergleiche anschauen, wie es in anderen Rennsimulationen umgesetzt ist. Welche insgesamt gesehen, von der Atmosphäre her, von der Strecke her, von, ja, von dem ganzen Drumherum her, welche da die beste Nordschleife ist. Das interessiert mich auf jeden Fall. Aber jetzt mit dieser 24-Stunden-Variante ist das natürlich nochmal ein riesen ja, Schritt in die richtige Richtung. Und wenn man die dann noch, auch noch angepasst hat, hier zum Beispiel links, seht ihr auch wieder so ein kleines Zelt oben am Hügel stehen und ein paar Zuschauer hier und da. Das macht schon insgesamt wirklich einen sehr atmosphärischen Eindruck. Und ja, wenn man dann vielleicht noch in der Nacht irgendwie so ein Lagerfeuer hier und da am Streckenrand hat oder Leute, die irgendwie grillen oder so, ich weiß es nicht. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Und da vorne geht schon einer der KI-Kollegen weit und kommt hier zurück auf die Strecke. Und da gibt es direkt einen fetten Crash hier. Wir fliegen einfach mal Spoiler quer über die Strecke. Also das sind zum Beispiel so Sachen, die finde ich persönlich, finde ich die geil, wenn die ab und zu mal so randommäßig passieren und dann Unfall passiert. Weil es ist ja auch echt so, dass Unfälle passieren. Und auf der Nordschleife kannst du dann auch schon mal richtig scheppern. Habt ihr ja auch gerade hier gesehen, das perfekte Beispiel. Und deswegen finde ich das schon nicht schlecht, dass die KI ja einfach nicht nur stumpf hintereinander herfährt, sondern auch mal kurz neben der Strecke unterwegs ist und da einschlägt und dann wieder auf die Strecke zurückkommt, unkontrolliert. Also das war schon ja, ein sehr krasser Moment, den ich so auch noch nie mit der KI hatte, beziehungsweise genau in der Form. So, aber wir schauen mal, vielleicht fallen uns ja hier und da noch so ein paar kleine Sachen auf, rund um die Strecke oder auch auf der Strecke mit dieser 24-Stunden-Variante. Aber ich will vor allem auch mal auf den BMW M6 GT3 zu sprechen kommen, der jetzt hier, ja, den Weg, wie ihr sehen könnt, jetzt wunderschön vor uns in Weiß und in Rot, der hat jetzt hier den Weg in Automobilster 2 gefunden. Und ich sag mal, die GT3s waren ja so ein bisschen umstritten, sage ich mal, zumindest zum Beispiel der Porsche mit seinem Bouncing oder ja, soundtechnisch gab es da hier und da auch Leute, die gesagt haben, na, das klingt ja total unrealistisch und
ihr kennt das ja. Ne? Es gibt immer solche und solche Stimmen. Ich fand dieses Grundgefühl, diese GT3 erstmal hier in Automobilista 2 zu haben, fand ich erstmal sehr, sehr geil. Aber es gab natürlich, wie gesagt, auch Punkte, die nicht so toll waren, wie zum Beispiel dieses Bouncing, während wir hier mal den M6 überholen, kurz vor der Mutkurve. Genau, und da wollte ich jetzt einfach mal kurz einhaken und mal so meine ersten Eindrücke für den BMW M6 GT3 hier in Automobilista 2 geben. Er macht vom ersten Eindruck her ich nehme es schon mal vorweg, er macht bisher den besten Eindruck von allen GT3-Fahrzeugen, meiner Meinung nach. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, während wir hier die Karre fast direkt mal weggeworfen haben. Kaum sage ich es hier mit dem Wohlfühlen, direkt fast mal rausgedreht. Aber grundsätzlich von der Fahrdynamik her, vom Fahrgefühl her, also mit dem Porsche hättest du zum Beispiel hier beim Ausgang des Karussells oder generell, wenn du über die Curbs fährst, hättest du immer das Problem gehabt, dass die Federung viel zu viel gearbeitet hat und das Auto viel zu weich war und sich aufgeschaukelt hat. Und dieses Gefühl hast du überhaupt nicht hier im BMW. Du hast wirklich das Gefühl, du sitzt in so einem Bomber, in so einem Schiff drin, während hier die KI leichte Probleme hat. Was ist denn da los? Da hat sich der AMG, der Rote, glaube ich, den Spoiler hinten abgefahren. Beziehungsweise ist ihm da wahrscheinlich einer hinten reingefahren. Und jetzt kommen die Kollegen hier nicht vorbei. Ja, das ist natürlich immer so ein Problem, wenn da ein deutlich langsameres Fahrzeug ist und die Kollegen, vor allem auf der Nordschleife, finden da keinen Weg dran vorbei. So, und hier gab es jetzt noch einen kleinen Zwischenfall, denn der Porsche vor mir geht jetzt hier voll in die Eisen und da konnte ich nicht mehr ausweichen. Und passiert dann, wenn man zu dicht auffährt, ne? Deswegen immer schön Abstand halten. Vor allem, wenn da ein bisschen Chaos vor dir ist. Aber so ein AMG ohne Spoiler sieht auch schon irgendwie leicht komisch aus, oder? Irgendwie wie so eine kleine rote Knutschkugel sieht der jetzt hier gerade aus, der Kollege. Und der hält jetzt sogar hier noch dagegen. Aber so, jetzt sind wir hier wenigstens vorbeigegangen, jetzt können wir uns wieder aufs Renngeschehen konzentrieren. Wo war ich stehen geblieben? Fahrverhalten, BMW, M6 GT3 in Automobilista 2. Also, du hast auf jeden Fall das Gefühl, du sitzt in einem, in einem Schiff. So wie es in Assetto Corsa Competizione auch ist. Nur, dass du hier nochmal ein stärkeres Force-Feedback hast. Also, du merkst auf jeden Fall das Gewicht des Autos, das merkst du mehr als in Assetto Corsa Competizione. Habe ich zumindest das Empfinden, weil du einfach mehr Lenkwiderstand hast. Also klar, das ist auch natürlich eine Force-Feedback-Einstellung. Was für ein Lenkrad habe ich? Wie stark ist mein Lenkrad? Aber so dieses Grip aufbauen, zum Beispiel in der Kurve, dass zum Beispiel, je mehr du einlenkst, desto schwerer wird das Lenkrad im Endeffekt. Also jetzt nicht bombenschwer, sondern es baut sich ein leichter Druck auf und du merkst, okay, der Grip, der baut sich immer weiter auf und wenn der Grip abreißt, dann merkst du, wie der Widerstand wieder ein bisschen weniger wird. Und dadurch kannst du halt dieses Gefühl, dass du am Limit bist, oder dieses Gefühl fürs Limit, das kannst du viel besser aufbauen. Und das hatte ich hier im BMW, während wir hier nochmal in die Außenperspektive schalten können und einfach mal hier dieses wunderschöne Kfz von außen betrachten können. Ja, dieses Gefühl, das hatte ich einfach von vornherein hier bei dem BMW. Also wie gesagt, ein sehr positives, sehr authentisches Fahrgefühl, während wir hier einmal so einen Rundumflug nochmal machen können auf der Döttinger Höhe. Ja, deswegen war ich schon sehr angetan von dem BMW. Sehr angenehm zu fahren, macht sehr viel Spaß und gerade hier auf der Nordschleife. Also diese Kombination ist bisher eigentlich so meine beste Erfahrung in einem GT3 und auch hier auf der Nordschleife. Das hat wirklich extrem viel Spaß gemacht und gerade auch diese 24-Stunden-Version hier finde ich sehr gelungen. Und ja, sonst sind wir ja hier immer jetzt wieder rechts abgebogen, nämlich genau hier. Und jetzt fahren wir mal geradeaus, wieder auf den Nürburgring. Und das ist doch eine wunderbare Sache, Freunde. Und weil wir jetzt gerade in Runde 2 hier starten, würde ich sagen, blende ich hier mal eben die Gewinner ein von dem Gewinnspiel. Also einen herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben. Und ja, wie gesagt, ich habe euch in den Kommentaren markiert oder euch angeschrieben. Meldet euch da bitte. Und dann sende ich euch die Keys zu. Und ihr könnt loslegen in Assetto Corsa Competizione und euch ein bisschen auf Imola bewegen mit dem neuen AMG, mit dem neuen Ferrari 488 Evo. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Aber es gibt natürlich auch, wie gesagt, ich war so viel auf Imola jetzt in den letzten Tagen unterwegs. Es gibt so viel zu tun, sage ich mal, im Moment mit Rennsimulationen. Du siehst alle paar Tage oder paar Wochen, okay, in der Rennsimulation ist wieder das und das dazugekommen. Hier ist wieder das und das dazugekommen. Und jetzt gerade ist ja auch die Zeit, wo ja sehr viel Aktivität ist bei den Entwicklern und neuer Content kommt. Auch in Assetto Corsa Competizione kommen ja bald wieder neue DLCs raus. Und ich weiß gar nicht, was in Automobilista 2 da noch alles kommen soll. Aber auf jeden Fall bin ich da sehr gespannt. Und ihr könnt mich da immer gerne, wenn ihr da was wisst, auf dem Laufenden halten. Gerade was Automobilista 2 angeht, aber auch andere Rennsimulationen. Dann schaue ich da auch rein. Weil ich habe es jetzt wirklich, wie gesagt, nicht gesehen, dass dieser Content hier verfügbar war in Automobilista 2. Und das ist natürlich eine Schande,
als Simracing-YouTuber. Und sehr peinlich. Deswegen, ja, sagt mir da bitte Bescheid, wenn ihr was wisst. Aber schreibt auch mal direkt euren Eindruck, weil ihr habt ja jetzt gerade eine Runde gesehen. Schreibt mal euren Eindruck zu dieser 24-Stunden-Variante in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich bin jetzt auch schon längere Zeit keine Nordschleife mal gefahren, keine 24-Stunden-Version. Deswegen habe ich da jetzt gar nicht direkt so Vergleiche. Also wie gesagt, ich finde das immer geil, wenn hier Zuschauer um die Strecke sind, ihr seht es ja hier rechts, dass da Zelte stehen oder Wohnwagen stehen. Hier seht ihr das auch. Also das ist schon sehr geil gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und klar, man kann im Endeffekt immer noch mehr rausholen. Man kann, wie gesagt, mal hier und da, ja, dass sich da was bewegt, dass da mal irgendwie ein Feuer ist, dass, ja, weiß ich nicht, irgendwelche Lichter da, wenn es Nacht wird oder so, dass irgendwelche Lichter da angehen. Das können wir auch nochmal testen, dass wir da vielleicht mal so ein 24-Stunden-Rennen, ja, ein komplettes 24-Stunden-Rennen mal wieder fahren oder so. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe in letzter Zeit auch sehr Bock, Multiplayer-mäßig hier unterwegs zu sein in Automolister 2, weil da ist noch ein bisschen wenig los, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja mal Glück, dass du mal auf einem Server 10, 15 Fahrer hast, aber dann soll mir die Frage, magst du die Fahrzeug-Strecken-Kombination und wenn du Pech hast, wird dir das Rennen halt direkt von vornherein durch irgendeinen dummen Unfall, durch irgendwelche dummen Sachen versaut. Ja, und dann hast du keine Alternativen und musst wieder eine halbe Stunde warten, bis du mal irgendwie ein Public-Rennen machen kannst. Das ist noch so dieser Wermutstropfen momentan, weil, ja, ich denke mal, Automolister 2 hat einen guten Push bekommen durch die Nordschleife und jetzt auch durch diesen Content hier mit den GT3, GT4 Fahrzeugen und so. Und deswegen glaube ich, dass die auf dem richtigen Weg sind und dass die auch immer mehr richtig machen und sich da auch viel von annehmen, wenn man, ich glaube, die haben nämlich öfter mal jetzt die Meldung bekommen, okay, das mit den GT3 Fahrzeugen, das stimmt so nicht ganz, dieses Fahrverhalten von dem Porsche und so. Und ich werde es mal austesten, ob es bei dem Porsche jetzt schon geändert wurde. Aber der BMW zum Beispiel, der fühlt sich, wie gesagt, sehr, sehr gut an. Und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Bock zu fahren. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr Automolister 2 habt. Also da würde mich auf jeden Fall auch mal eure Meinung interessieren, was ihr zu dem BMW sagt. Und generell vom Tag-Nacht-Zyklus von diesem ganzen System mit der Madness Engine. Das hat ja Potenzial. Das hat sehr viel Potenzial. Das habe ich schon in den letzten Videos öfter mal gesagt. Und auch die KI, ihr seht es ja, ich bin hier, klar, ich habe mich jetzt nicht großartig warm gefahren, aber ich war hier nicht langsam unterwegs. Also ihr seht es ja unten, eine 8 Minuten 34 zur Eröffnungsrunde sozusagen, das ist ja nicht super schnell, aber auch nicht super langsam. Und da muss man sich auf diesen hohen KI-Einstellungen schon sehr strecken, auch als schnellerer Fahrer hier in Automolister 2. Deswegen, also die KI macht schon einen guten Eindruck, auch wenn sie auch hier und da ja, einen leicht ignoriert und einfach mal in die Karre reinfährt. Und da strikt auf ihrer Linie bleibt. Aber gut, das hast du dann zum Beispiel in Assetto Corsa Competizione nicht. Da respektiert die KI dich ein bisschen mehr, aber da ist die KI beispielsweise nicht so schnell wie hier in Automolister 2. Also ihr seht schon, das ist immer ja, meistens so aufgebaut, dass jede Simulation immer ihre Vorteile und Nachteile hat. Also lange Rede, kurzer Sinn. Aber ja, ich denke mal, die meisten von euch, die wissen da, was ich da meine. Ja, und wir sind jetzt hier schon in Mitte der zweiten Runde und ich kann da sehr schlecht irgendwie dranbleiben an den Kollegen da vorne. Da hinten fährt noch ein gelber Porsche, ist es glaube ich gewesen. Und hinter uns machen die Kollegen ordentlich Druck, also die schüttelst du mal nicht so einfach hier ab auf der Nordschleife. Und was ich mir vorgenommen habe, dass wir vielleicht auch mal, ich habe ja auch in meinem Discord-Channel extra ein Automolister 2 Channel erstellt. Da könnten wir in Zukunft uns auch mal austauschen, also alle die, die gerade Automolister 2 fahren, die können auch gerne meinem Discord beitreten und ja, unter Automolister 2 können wir uns da ein bisschen austauschen und dann auch in Zukunft mal gucken, dass wir ja hier mal einen Server oder eine Lobby eher gesagt ein bisschen voll kriegen und da mal ein Rennen irgendwie zusammenfahren können. Das Ganze würde ich auch in Assetto Corsa Competizione machen. Ich bin da gerade so ein bisschen am gucken, wie wir das machen organisatorisch, aber Bock habe ich da auf alle Fälle. Das Problem ist immer nur die Zeit. Die Zeit ist momentan immer so ja, relativ bei mir relativ spontan aufgeteilt, deswegen kann ich dann nie sagen, okay, nächste Woche, dieser Tag, diese Uhrzeit und da muss ich immer relativ spontan gucken, aber wie gesagt, wenn ihr Bock auf eine geile Community habt, dann lasst auf jeden Fall ja erstmal hier natürlich ein Abo da auf diesem Kanal und joint meinem Discord-Server, dann könnt ihr euch da auch austauschen mit ganz vielen Gleichgesinnten, ob jung, ob alt, ob langsam oder schnell, das ist ganz egal. Hauptsache, man hat so, sag ich mal, diese Basics ein bisschen verinnerlicht und ist nicht irgendwie so ein Crash-Kiddy, während hier
der Porsche uns ein kleines Küsschen gegeben hat. Also der macht hier schon ordentlich Druck. Klar, das ist so eine Sektion, da bist du mit dem Porsche üblicherweise ein bisschen bevorteiligt hier in diesen Kurvenpassagen. Aber gleich kommen dann wieder die etwas schnelleren Passagen. Da kann der BMW dann wieder seine Stärken ausspielen. Zumindest ist es in Assetto Corsa Competizione so. Da ist der BMW ja richtig krass auf den Geraden. Also, ich glaube, mit das schnellste Auto sogar. Aber dafür hast du in den Kurven natürlich leichte Nachteile. Ja, und was ich mir vorgenommen habe, dass ich jetzt auch mal mehr diese unbekannten Strecken, also hier in Automobilista 2 hast du ja viele unbekannte Strecken, zum Beispiel aus dem brasilianischen Raum, amerikanischen Raum generell, dass ich da auch mal ein bisschen mehr unterwegs bin und mir mal ein paar neue Strecken angucke und bin nicht immer nur die üblichen Verdächtigen wie Imola, wie Nürburgring und so weiter, auch wenn das mega geile Rennstrecken sind, aber einfach mal für die Abwechslung mal ein paar andere Dinge mal wieder hier zeigen, während wir hinter uns schon eine ordentliche Schlange hierher ziehen und mal gucken, ob sie jetzt hier auf der Döttinger Höhe dranbleiben können. Die letzten Meter jetzt hier, dann haben wir auch das Rennen schon absolviert, aber unser Vorsprung, der müsste eigentlich reichen. Und da hinten sehen wir die ganzen anderen KI-Kollegen fahren. Also die haben schon eine ordentliche Pace hier vorgelegt, ihr seht es ja. Wir sind da ja nicht langsam unterwegs gewesen. Ja, und hier kommen sie nicht ran, selbst im Windschatten kommen sie da nicht wirklich ran. Nochmal hier so eine schöne Rundumfahrt. Also rein optisch gesehen, geil. Auch wenn mir Assetto Corsa Competizione da nochmal einen Tacken besser gefällt. Also vielleicht nur 2-3% mehr Detailgrad, habe ich zumindest das Gefühl. Aber im direkten Vergleich habe ich es jetzt noch nicht irgendwie miteinander verglichen. Aber grundsätzlich macht das alles einen immer besseren Eindruck hier in AMS 2. Und ja, Freunde, das war ein kleines, aber feines Rennen mit dem neuen BMW M6 GT3. Hier auf der neuen 24-Stunden-Variante. In Automobilista 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ja, dann lasst natürlich immer gerne ein Abo da, ein Däumchen und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, in einem meiner nächsten Videos. Checkt meine anderen Videos aus, ich verlinke euch die hier alle zum Schluss im Endscreen und dann zieht euch ja noch ein bisschen Sim-Racing-Action rein. Das Wetter ist eh scheiße, deswegen macht es euch gemütlich und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao.